So, guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt gerade ausgecheckt. Es war ein wunderbares Frühstück. Meiner Meinung nach das Beste, was wir überhaupt hatten. Wir fahren jetzt von Bad Salzig los. Und wenn man so an den Himmel guckt, da sind ein paar Wolken und hier wird gemäht. Wir überlegen jetzt noch, wie weit wir jetzt fahren. Entweder, wenn es echt scheiße wird vom Wetter her, 27 Kilometer oder sowas nach Lorch. Das ist so ungefähr so bei der Lorelei. Wir überqueren jetzt gleich den Rhein. Das werdet ihr sowieso gleich sehen. Und wenn es okay wird und heute Mittag anfängt zu regnen, dann fahren wir bis, wie heißt das? Keine Ahnung. Ich blende das sowieso gleich ein. Und ansonsten, wenn alles gut läuft, fahren wir bis nach Wallusch oder wie das heißt. Hoppala. Also dann, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt gleich in St. Goar, da wo wir übersetzen wollen. Der Alex zeigt mir da gerade ein Schloss, da oben. Das ist kein Schloss, das wäre unsere eigentliche Übernachtung gewesen. Okay, dann wäre das die eigentliche Übernachtung gewesen für gestern. Aber wir waren einfach voll im Arsch. Da kann man nichts machen. Und da vorne, na jetzt ist dieses Kreuzfahrtschiff davor. Da ist unsere Fähre und da werden wir übersetzen auf die andere Rheinseite. Da steht auch noch mal eine Burg oder ein Schloss. Voll geile Aussicht hier. So, ich denke, es fängt jetzt an zu regnen. Ich kriege die ganze Zeit so kleine Tröpfchen ab. Wie ihr seht, ich habe mich ein bisschen umgerüstet. Regenjacke, Schutz über den Rucksack und einen Helm, um trocken zu bleiben. Dem Alex geht es genauso. Und die nächsten Voice Takes nehmen wir dann jetzt mit der GoPro auf, weil die ist garantiert wasserdicht. Mit der hier jetzt einfach nicht mehr, weil wie wir aus dem ersten Video wissen, Soundqualität ist dann meh. Und nun denn. Weiter geht's. So, liebe Leute. Es hat ein bisschen abgenommen mit dem Regen. Fakt ist, wir sind jetzt in Hessen. Wir haben leider verbessert, da hinten aufzunehmen. Da hinten steht das Hessenschild. Wir sind jetzt in Hessen. Neues Bundesland, neues Glück. Hammer nice. Boah. Anstrengend. Aber mit Regen ist es eigentlich viel nicer. Und zwar nicht für die Kugellager, aber man kriegt so eine leichte, gleichmäßige Abkühlung. Und schwitzt nicht so krass. Im Übrigen würde ich in diesem Video mal was versuchen, weil wenn ich hier so Vlogs drehe, das ist automatisch ein bisschen verwackelt, weil ich natürlich keine 100% ruhige Hand habe und die ganzen Steine im Boden. Deswegen versuche ich mal, hier so einen Bildstabilisator in Adobe Premiere zu verwenden. Mal gucken, wie das funktioniert. Haut rein, bis gleich. So, meine Lieben, es geht weiter. Wir waren jetzt gerade eben erst in der Apotheke und dann hier in der Bäckerei. Ziemlich gut. Und naja. Abstand. Alex hat sich selbstständig gelegt und naja, hat uns ein bisschen aufgehalten, aber das wird. Und ich habe jetzt nasse Füße. Jetzt.
Hallo Leute, wir sind im Hotel angekommen und es ist schön, sehr schön. So hi. Schön. Also, es ging eigentlich von der Strecke her. Wir haben heute wieder mehr geschafft, bis auf weniger eigentlich. Und das ist das Zimmer. Also das Zimmer ist wunderbar, alles ordentlich, ein Riesenfernseher im Vergleich zu den anderen. Das Bad ist auch sehr hübsch. Das Badezimmer ist auch sehr hübsch. Und wir haben wieder Balkon eingerichtet. Unsere Schuhe müssen erstmal trocknen. Wir haben wieder einen Balkon. Erstmal zur Straße, weil das Hotel nicht direkt ist. Und wir sind in Rüdesheim. Wir sind in Rüdesheim angekommen. Und ich weiß nicht, ob Julian hat es, glaube ich, schon mal erwähnt hier. Also ich habe mich leicht verletzt am Knie. Das sieht aber schlimmer aus, als es ist. Ich bin komplett jetzt noch gut gefahren, ohne Schmerzen, ohne alles. Also es ist nur leicht aufgeratscht und alles tipptopp. Morgen noch nach Frankfurt und wir werden es schaffen, weil es sind nur noch 50 Kilometer. Von daher, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Das war es erstmal von diesem Video. Und der Julian, der googelt fleißig wieder irgendwelche Leute.